Priska Hinz, Umweltministerin hier in Hessen. Waldeck Frankenberg, ich hatte es im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, inzwischen also so quasi das zweite Büro des Umweltministeriums. Sie haben das Nationalparksjubiläum in Ihrer ersten Amtsperiode, glaube ich, hier mitgemacht. Jetzt wird der Nationalpark erweitert. Ist man da ein bisschen stolz drauf? Ja, natürlich bin ich darauf stolz. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist die Naturperle Hessens, ist für den regionalen Tourismus, aber auch für den außerhessischen Tourismus sehr wichtig, weil wir dadurch viele Menschen, viele Gäste hier nach Hessen ziehen. Und es ist gut für die Region, weil es Arbeitsplätze bringt, Wertschöpfung in den ländlichen Raum. Und außerdem ist es ein wunderbarer Erholungsgang, wenn man durch den Nationalpark läuft. Jetzt fahren Sie durch Waldeck-Frankenberg und verteilen Förderbescheide. Das ist nichts Neues, das gab es schon immer. Der ländliche Raum wurde immer schon gefördert, um das Austrocknen zu verhindern. Aber jetzt in Corona-Zeiten hat sich ja gerade im ländlichen Bereich viel getan. Auf einmal geht die Digitalisierung voran, da wo man vorher mit 12.000 Mbit rumsurfte, funktionieren auf einmal 50 Mbit. Mobilfunk ist ja fast überall inzwischen möglich. Hat Corona da einen Schub gegeben, auch für die Dorfentwicklung, auch dass man erkennt, man kann vieles selbst vom kleinsten Weiler aus inzwischen erledigen? Also Hessen hat ja zum Beispiel die digitale Dorflinde, das WLAN auf dem Land bereits seit 2018 gefördert. Wir haben jetzt aber die Mittel verdoppelt und die 900. Dorflinde ist in Hessen bereits eingeweiht. Natürlich ist es notwendig, dass gerade auch auf dem Land eine gute digitale Infrastruktur besteht, weil nur dann werden Menschen weiterhin gerne auf dem Land leben. Und vor allen Dingen brauchen Arztpraxen, Architektenbüros, kleinere Handwerksbetriebe, selbst die Landwirtschaft braucht digitale Infrastruktur, weil das zum modernen Leben dazugehört. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir da einen Schub reingegeben haben. Und die Pandemie hat gezeigt, dass Menschen gut auf dem Land leben können und die sagen auch, wir leben gerne hier, weil wir können, wir haben mehr Freiraum, wir können auch während der Zeiten des Lockdowns unsere Kinder auf den Wiesen spielen lassen. Wir müssen nicht so nah an andere ran, weil es nicht so dicht ist von den Bevölkerungszahlen. Und das mobile Arbeiten zeigt, dass man auch eigentlich in Frankfurt seine Arbeitsstelle haben kann. Aber wenn man hier zu Hause ist, in Waldeck-Frankenberg, und hier eine gute digitale Struktur hat, kann ich auch von hier aus arbeiten. Das dient der Stadt, weil sie nicht überfüllt wird, und es dient dem Land, weil die Menschen hier bleiben können. Ein großer Punkt ist immer Mobilität auf dem Land. Ihre Parteifreunde, der Jürgen Frömmrich und Daniel May, haben sich für die Reaktivierung der Bahnstrecke Frankenberg-Korbach sehr eingesetzt. Und der Wirtschaftsminister, auch ein Grüner, rein zufällig, Tarek Al-Wazir, konnte dann die Eröffnung bekannt geben. Und die Bahnstrecke wird extrem gut angenommen. Nichtsdestotrotz klaffen da immer noch Lücken auf dem Land, weil es sind doch etwas weitere Wege. Und die kann man nicht alle mit dem E-Bike fahren. Will man da an der Stelle zum Beispiel dieses Ruftaxi, ASD-Taxi-Modell oder auch den Bürgerbus fördern und ausbauen im ländlichen Bereich? Der Bürgerbus wird sicher weiter noch ausgebaut, aber wir brauchen eine Möglichkeit auf dem Land, die Bahnstrecken und die Haltestellen mit Bussystemen oder aber auch mit Taxen und Mitfahrgelegenheiten, E-Bike-Möglichkeiten so zu vernetzen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin die
für sich beste Möglichkeit findet, von einem Ort zum nächsten zu kommen. Wird das Ihre Aufgabe unter das anderem Das wird auch, eine Aufgabe für die nächsten Jahre sein, dass wir die Kreise darin unterstützen, hier das beste Konzept zu finden, was gerade für diesen Kreis auch wirklich gut ist und passt. Vielen Dank.